Ein unscharfes Blitzerfoto schützt vor einer Strafe, oder? Wenn ihr ein Blitzerfoto von euch habt, was sehr verpixelt ist oder auf dem vielleicht auch nicht alle Teile eures Gesichts zu sehen sind, dann heißt das leider noch nicht, dass ihr als Fahrer nicht identifiziert werden könnt. Zum einen befinden sich in der Akte bei der Behörde meist noch mehrere Fotos und die sind in besserer Qualität. Und zum anderen reicht es, wenn wesentliche Gesichtszüge zu erkennen sind, wie zum Beispiel die Mund- und Nasenpartie. Meint ihr aber, dass das Foto doch zu schlecht ist und legt ihr Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein, dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. In dieser gleicht dann der Richter das Foto mit euch ab. Kommt der Richter zu dem Ergebnis, dass ihr es nicht sein könnt, das heißt, ihr seid nicht die Person auf dem Foto, dann kann er euch freisprechen oder das Verfahren einstellen. Ist er sich aber unsicher, dann kann er auch ein Gutachten einholen. Und verliert ihr daraufhin das Verfahren und habt ihr keine Rechtsschutzversicherung, dann kann es jetzt richtig teuer werden, weil ihr nämlich auch noch das Gutachten bezahlen müsst. Wenn ihr euch da über ein schlechtes Foto freut, dann fragt euch besser,